fantastische Komödie. Ja. Das wäre was für Milovic. Eingeladen war und dass das auch schon regelmäßig stattgefunden hat. Aber jetzt wurde es natürlich, ja, weiß nicht, ob aufgebauscht, aber es wurde nochmal kommuniziert, ein Korrektiv hat es investigativ untersucht. Da muss man auch nochmal erwähnen, Korrektiv wird ja auch teilweise durch Staatsfinanzen finanziert. Man könnte natürlich denen auch sagen, es sind Laköre der jetzigen Hampel-Regierung, wie ich sie immer nenne, ne, die vielleicht statt gute Politik zu machen, um die AfD klein zu machen, eher versuchen, jetzt halt ihren größten Gegner aus dem Weg zu räumen, indem sie ein Verbot durchboxen. Wie sehen Sie das als Beobachter der politischen Szene in Berlin? Es ist eigentlich eine fantastische Komödie. Ja. Das wäre was für Milowitsch oder für Arnold und Bach oder für Labiche. Molière hätte daraus ein fantastisches Stück gemacht. Die Regierung fördert eine Politik, gegen die Parteien oder eine Partei Widerspruch erheben. Und daraufhin muss nicht die Politik geändert werden. Es geht nur noch darum, dieser Partei aus dem Weg zu schaffen. Ich meine, ich kenne diese Situation, als ich 18 war und ich habe mein Mädel gebuhlt und irgendein anderer kam mir dazwischen. Dann habe ich nicht etwa daran gedacht, mein dummes Buhlen umzustellen oder einzustellen. Nein, der Kerl, der mir das Mädel weggeschnappt hat, der war der Schuldige. Und dieses Land ist außer Rand und Band geraten, hat alles verloren, was den letzten Bestand der Vernunft ausmacht. Okay, wir verbieten die AfD. Gerne. Gerne. Ich meine, ist ein interessantes Experiment, dauert 5 bis 8 Jahre vor dem Bundesverfassungsgericht. Und in 5 bis 8 Jahren kann vieles passieren. Da können wir zum Beispiel als Pflichtsprache auf den deutschen Schulen Mandarin haben. Nicht, ich rechne nicht mit Russisch. Ich glaube, es geht gleich mit der nächsten Eskalationsstufe weiter. Okay, wir verbieten die Partei. Was machen wir mit den Wählern? Wenn das 1 bis 2% sind, ein Gute bis Frage, zwei ja. Prozent sind, dann kann man machen, okay, das versendet sich. Aber das sind im Osten inzwischen 20, 25, 35%. Und die Leute kann man nicht verbieten. Man kann das Denken nicht verbieten, nicht für eine bestimmte Partei zu wählen. Und man könnte sich langsam anfangen zu fragen, warum stimmen die alle für die AfD? Alles Nazis, ja? Alles Söhne von SS-Waffenträgern oder was auch immer. Das ist doch völlig absurd. Ich meine, dieses Land wird von der Idee beherrscht, man muss nicht, man darf nicht an den Symptomen herumdoktern, man muss an die Ursachen gehen. Keine Talkshow, kein Interview mit irgendeinem abgebrühten Politiker, wo der Satz nicht gesagt wird. Und sie machen genau das Gegenteil. Sie doktern nicht mal an den Symptomen rum, sie versuchen nur die Oberfläche blank zu putzen. Also man kann sie vermutlich nicht verbieten, die Partei. Und wenn man es täte, würde man halt das Entstehen, die Entstehung einer anderen Partei dazu befördern, nur noch begünstigen. Also Ich glaube habe jetzt. ich, weil Scholz hat ja gesagt, wir müssen die Demokratie schützen, dass es ihm gar nicht um die Demokratie geht, sondern es geht ihm eher darum, die Ampelregierung zu schützen. Natürlich. Ja, also auf jeden Fall so geil. Ja, es ist sehr merkwürdig, wenn man beobachtet, dass Demonstrationen, die gegen die Regierungspolitik laufen, dann werden die Demonstranten niedergeknüppelt. Und bei den Demonstrationen jetzt, die, glaube am Wochenende war es, gegen rechts, da ruft dann unsere Regierung dazu auf, dahin zu gehen. Es ist immer gefährlich, wenn eine Politik zu Demonstrationen aufruft. Das ist, ne? Also der Habeck sagt so einen Satz wie: Die Bauerndemonstrationen werden von Putin finanziert, weil die demonstrieren ja gegen die Regierung. Aber wenn die Bürger dann eine andere Partei als die regierenden Parteien wählen, dann ruft die Regierung dazu auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.